Du kannst gegen alles im Leben kämpfen, nur nicht gegen deine eigenen Emotionen. Wenn wir sie unterdrücken oder uns ablenken, um sie nicht zu fühlen, werden sie nicht gehen. Sie werden nur begraben und kommen dann irgendwann noch hässlicher zu uns zurück. In Form von einer neuen Situation, in Form von neuen Menschen, die uns weiterhin so schlecht fühlen lassen, wie die Emotionen, die wir die ganze Zeit unterdrückt haben. Wenn wir einmal verstanden haben, dass all das, was wir da gerade im Außen erleben, etwas mit unserem Innenleben zu tun hat, fangen wir an, mehr mit uns selbst zu sein, mehr in unser Inneres zu hören und hören auf, wir hören nicht auf, fokussieren uns weniger auf das, was im Außen gerade abgeht. Wenn du ständig immer wieder die gleichen emotionalen Schmerzen hast, dich immer wieder wunderst, warum leide ich schon wieder? Warum bin ich schon wieder in dieser gleichen, in einer Situation, die genauso war wie vorher, obwohl ich umgezogen bin, obwohl ich einen neuen Partner habe, obwohl ich einen neuen Job habe, dann weißt du, dass es eine Emotion ist, die du versuchst zu untergraben, die du unbewusst nicht fühlen oder sehen kannst. Und das ist etwas, was wir nicht bewusst machen. Wir merken das gar nicht. Das ist ein Verhalten, das wir in der Kindheit, gerade wenn wir traumatische Erfahrungen gemacht haben, und traumatisch bedeutet nicht ganz schlimmer Misshandlung oder Unfall, es sind Kleinigkeiten, die einem Kind passieren, das dafür sorgt, dass wir anfangen, Gefühle nicht mehr zu fühlen, weil es so sehr weh tut. Und das geht dann weiter in unsere Beziehungen, in unseren Alltag, dass wir gewisse Gefühle nicht fühlen. Und so schlittern wir in Beziehungen rein, die einfach nur beschissen sind. Und so schlittern wir in Arbeitsplätze rein, die einfach nur wirklich das Allerletzte sind, wo wir sehr schlecht behandelt werden. Wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du mit deinen Emotionen arbeiten. Geh mal in deinen Körper rein, beziehungsweise setz dich hin, entspann dich und fühl mal rein, was fühle ich in meinem Körper? Die Situation, die mir wehtut, was ruft sie für Emotionen in mir hervor? Wenn du das schon, diese Arbeit machen kannst, verändert sich schon ganz viel. Dir wird erstmal bewusst, was ist da für eine Emotion? Und oft wollen wir die Emotionen nicht, Erniedrigung, Ablehnung, Scham. Sagen wir mal, es ist die Erniedrigung, die kommt hoch. Du spürst sie richtig. Dein Ego sagt, wegen dem Arschloch. Dein Verstand sagt, weil das und das. Aber dein Körper und dein Herz sagen was ganz anderes. Sie sagen, da ist die Erniedrigung und die ist schon sehr da, sehr lange da. Die ist sehr alt. Vielleicht aus der Kindheit, vielleicht aus der Jugend. Irgendwann wurdest du mal schon mal so erniedrigt. Und es wiederholt sich die ganze Zeit. Umso schmerzhafter das Gefühl, desto älter ist es. Und da gilt es dran zu arbeiten. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, klicke gerne auf meinen Kanal. Melde dich bei mir, wir telefonieren kurz und ich gucke, ob ich dir helfen kann.